Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Jedi Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir es mit Dagan Gera, ne, aufgenommen. Hat nicht lange gedauert, hat beim ersten Versuch geklappt, ne? Also nicht den ersten Versuch, aber den ersten Versuch, nachdem ich die Aufnahme gestartet hatte. Etwas unspektakulär, ne? Dann haben wir noch gegen zwei andere Bosse gekämpft, die wir gefunden haben. Haben zwei Stim-Erweiterungen bekommen, was ich voll cool finde. Und ja, wir sind jetzt aus dem Lucre-Hulk raus. Wir können in der Story weitermachen. Wir können aber auch so ein bisschen erkunden, weil wir haben jetzt hier neue Machtfähigkeiten und neue Optionen hier. Und ich möchte die einsetzen, um so ein paar Geheimnisse zu finden, ne? Imperialer Posten. Ich muss mich konzentrieren. Und ja, wir tun jetzt mal alle Dinger hier abscouten, die ich mir letztens notiert habe, ne? Und dann gucken wir mal. Ach, die Dinger sieht man sogar hier. Perfekt. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Soll ich mir dann vielleicht öfter setzen, die Dinger? Und ja. Machen wir weiter mit der Erkundung und ich sehe gerade, was das hier ist und ich habe schon wieder keine Lust. Nein, danke. Tun wir, weil ich noch ein bisschen stärker geworden bin, mal machen. So, irgendwas ist hier. Das ist alles in diesem Gebiet. Ich will da noch gar nicht hin, glaube ich. So, hier habe ich mir was notiert. Lass mal da hingehen, ne? Ich meine, wir haben letztens im letzten Part zwei Stims bekommen, ne? Wenn ich hier noch mal so coole Belohnungen bekomme, dann können wir ruhig noch mal weitermachen, ne? Mit der Erkundung. So, jetzt muss ich nur gucken. Die haben mich wahrscheinlich immer noch mit einem Schlag kaputt, ne? Pass auf. Darauf habe ich keine Lust. So. Ich bin schon beim nächsten Seil. Ich habe nur einen Schatten gesehen. Keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Das ist kein Seil, glaube ich. Da gehen wir eben den normalen Weg, ne? Kein Problem. Bin überhaupt nicht schlecht gelaunt deswegen, ne? Oh Gott. So, Gegner muss ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Er sagt, ihr habt meine Dings durchbrochen. Von allen Dingen an. Ja, der ist natürlich jetzt voll blöd positioniert, der Typ, ne? Erledigt, ja, gut. Was hat der Angler? Ach, guck mal, was wir hier schon wieder gefunden haben. Eine Meditationskammer. Wollen wir? Ja, bitte. So viel dazu, dann machen wir das eben. Kann man auch machen. Mir egal, was wir machen. Kann man der Loslösung? Da kriegen wir immer Dingens her, ne? Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive. Indem wir unsere Position verändern, verändern wir auch unser Denken. Durch diese neue Sichtweise kann ein Problem begreifbarer werden. Das kommt mir bekannt vor. Was habe ich nicht gesehen, Matthias? Boah, ich sehe schon wieder diese blöden Dinger, ne? Das habe ich schon wieder ja nicht gehört, was da passiert ist, ne? Weil sie darüber geirrt hat. Transporter, der abgeflogen ist. Unsinn, das wird er niemals tun. Wo immer er ist, wir brauchen ihn. Das ist nicht gut. Okay. Erstmal wieder ja herausfinden, was man ja machen muss, ne? Wie wahrscheinlich wieder ein Spaß, ne? Da geht man immer so Boni hier für. Ich finde seine Stille im Vergleich fast ohrenbetäubend. Und dennoch liegt darin ein einzigartiger Frieden. Also ja, kann man ruhig machen, ne?
Das mache ich damit. Ich dachte, ich würde das Ding da. Da müssen wir schon so ein bisschen. Oh. Okay, alles klar. Ah, ich weiß nicht, ob mir das schon gefällt, ey. Sieht schon jetzt nervig aus, ey. Ah, ich muss dann auch mal mit dem Teil abtimen. Ja. Na, jetzt muss ich das Ding auch noch. Oh, ist schon kaputt. Ah. Oh Mann. Ach, da muss ich. Boah. Weil jetzt Rätsel hat hier mit irgendwie was zu tun hat, ne, gefällt mir nicht. Oh, ich sehe schon, glaube ich. Ich habe dich gezogen, komm gefällt hier hin. Aber ernsthaft, der kann dann nicht angezündet werden. Am Start. Okay. Wieso habe ich das gemacht? Macht das Ding aber auf dich? Ich sehe gar nicht, was das macht. Macht das Ding da runter, damit ich mich da festhalten kann, aber halt, was habe ich gerade gemacht? Natürlich ist das richtig. So, boah. Mach ich gleich. Warum soll das so kompliziert sein, Leute? Ja, wollt ihr mir gerade einen Hinweis geben? Denn. Gap. Also ja, heute wird nicht viel passieren, außer hier so Nebensachen, ne? Überraschung, Überraschung, ne? So. Etwas unklar, was ich ja machen muss oder wo ich hin muss oder so. Boah, es steht da schon wieder. Ich hab das nicht gemacht.
Da oben muss ich irgendwie hin, ne? Nehme ich an. Ah, da geht das Ding dann runter. Ah. Was? Warum ist denn da jetzt ganz unten? Ne. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Geht das Ding irgendwie noch höher? Muss ich das Ding irgendwie da drauf packen? Wenn das Ding da drauf geht, dann geht er ganz runter. Aber was bringt mir das? Brauche ich das Ding ja eigentlich noch? Das Ding brauche ich gar nicht mehr, ne? Gib. Ich bring das Bad da reinzupacken. Ja, darum ist schon die Lösung, ne? Also das, die Belohnung meine ich. Wie kommt denn das Ding? Warum kann ich hier nicht die Macht mal einsetzen? Wahrscheinlich wieder voll einfach, ne? Jetzt halt ganz da drin, ne? Damit kann man auch noch interagieren. Oh, guck mal hier. Boah. Boah. Ja, den glaube ich aber weiß, was ich schon machen muss, ne? Weiß ich es? Ich weiß es nicht. Bleib mich stehen. Aha. Und nun? Warte, ich hab's beinahe. Was mir ein bisschen komplizierter als es eigentlich ist, ne? Was ist denn jetzt das Ding? Ich sehe gar nicht mal am Boden. Voll Leute. Ich weiß, was ich hier machen muss. Hier ist das Ding. Jetzt habe ich schon wieder das. Ja. So. Muss ich nur das Ding jetzt ziehen? Wenn ich vielleicht nicht genau da stehe. So. Aus dem Weg. Ja, jetzt komme ich da oben dran. Ja. Oh mein Gott. Ich diesen zweiten Würfel schon früher gefunden, ne? Wäre, glaube ich, viel einfacher gewesen. Geduld, neuen Bonus. Oh mein Gott.
Hat schon wieder länger gedauert, als das eigentlich sein sollte, habe ich so ein Gefühl. Aber okay, wir haben es geschafft. Raus hier. Bonus können wir natürlich erstmal erst im Meditationspunkt hier aktivieren, nachschauen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier bin, ne? So. Da habe ich noch was gefunden. Da habe ich was gefunden. Aber jetzt erstmal dieser Fischer Kollege. Das hat funktioniert. Ja, schon letztens mit dir geredet, Kollege. Ich jage den wilden Mii-Fisch. Wusstest du, dass der Mii der erste Fisch war, den der kleine Skuva gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skuva ist ja auch nicht viel gewachsen dann, ne? Der Kreatur geschwommen. Sind wir wieder gleich Fisch aus. Ich war so zäh, dass ich mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Ei, erinnert mich an früher. Bleib da, Junge, dann erzähle ich eine Geschichte. Na gut. Die Geschichte geht weiter. Bei unserem letzten Gespräch... Okay, da ist wesentlich nicht so viel Abstand hier diesmal mit den Geschichten. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Das war spitz wie ein... Wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fische sind spitze. Es hatte drei riesige Klauen. Meine Witze sind spitz. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe. Sei jetzt still und lass Skuva erzählen. Ich habe nie verstanden, warum Leute irgendwie Druiden verstehen können. Unterbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem Übelsten von allen. Captain Vanjek Vett. Der bärtige Besalisk bellte, er werde in unseren Gewässern fischen. Sie waren Trophäenjäger und auf die seltensten Finger aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll, aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Skuva und hüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber, fuhr ich fort, wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Da wurde zu einem Pirat. Der Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und grinste fürchterlich. Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche jemanden für meine Crew, der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kerl, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich nur nie von meinem Stein gestiegen. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert. Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen. Und ich musste meine Leute... Waren die alle so groß wie er? Also legte ich mit der Grapnel ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Wetts sein. Natürlich hatte mein Abenteuer erst begonnen. Denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger nehme ich an? Aber ich schwafle schon zu lange. Warum musst du eigentlich immer fragen? Wieder, dann erzähle ich dir mehr. Du siehst mal irgendwie den Cliffhanger irgendwie provozieren. So, Hallöchen. Ich habe wortwörtlich gerade so random dieses blaue Licht gesehen. Bomber. Aber jetzt auch so Hämmer. Hier ist auch noch was. Guck mal. Eine Kleinigkeit für den Garten. Ja, da war nichts Neues, weil sonst hätte er ja gesagt, irgendwie war er nicht das und das, ne?
So, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder finden, ne? Beziehungsweise finden, wo ich hin muss, irgendwo über mir. Hier komme ich denn da schon wieder hoch. Hier stehen immer noch da, bereit mich abzuschlachten. Kontakt bestätigt. Nein, das sind ich. Oh mein Gott. Mal ja weggehen. Ich weiß nicht, wo ich hier gleich lande. Mein Gott, bewegt er sich schnell. So, hier bin ich sicher, ne? So, hier ist aber auch noch was, sehe ich gerade. Okay, so viele Gegner. Okay, die machen mich hier gleich fertig. Wow, wo wirst du hin? Also eine normale Gegnerkonstellation ja schon so nervig sein kann. Okay, kannst du bitte hier angreifen, danke. Ein Nest voller Schauderpäden. Grease wird diese Geschichte lieben. Boom. Ich habe ja noch meine wunderschönen Haare zum Glück. Ich brauche Hilfe. So. Na, komm weg. So, dann muss ich hier rüber und dann nach Gott. Was zum, was ist denn hier los? Wie geht denn aufeinander los? Oh, ich kann gerade nichts machen. Mal kurz hier runterfallen vielleicht und respawnen. Nein, ich kann nichts machen. Cool. Jetzt kann ich was machen. Okay. Ich drücke alle Knöpfe gerade und es passiert nichts. Ich drücke halt jeden einzelnen Knopf, es passiert nichts. Also ich muss schon wieder sterben wahrscheinlich, ne? Oh Leute. Kann ich hier rein? Nein, ich habe mich gerade irgendwie geglitscht. Okay, cool. Muss ich wohl sterben? Ich hoffe, ich kann jetzt hier sterben auch, ne? Weil sonst. So, jetzt kann ich. Und jetzt nicht mehr. Boah. Oh, bitte sag mir, ich kann sterben. Okay, wollte schon sagen. Ich konnte gerade nichts machen. Ich habe alle Knöpfe gedrückt, nichts konnte machen. Ich irgendwie, als ich respawned bin, da konnte ich was machen. So, da war schon wieder sehr dämlich, ne? Und jetzt habe ich das Teil da gesehen, ey. Aber warum können diese Pins nicht hier so angezeigt werden in der Welt? Das ziehst du doch kaum. So, bin ich hier richtig? Hier ist irgendwie noch, da bin ich gar nicht hingegangen. Ja. Hol dir weg. Ich weiß gar nicht, ob ich da hätte hinkommen können. Boah. Hast du ein paar Klumpen? Nee. Sagt er, während irgendwie 10 von den Dingern im Gepäck hat. So, warum finden wir immer noch so viele hier? 14 Sammelobjekte. Wie habe ich denn so viele verpasst? Sind wahrscheinlich die ganzen Pflanzen, ne? Ich alle übersehen hab, ne? Also Schätze und so habe ich ja alles Mögliche schon.
Da kann ja eigentlich nur die Pflanzen dann sein, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie noch was anderes hier irgendwie verpasst habe. Noch relativ genau hier am Rumlaufen. Ja, ich weiß es nicht. Ja, noch was. Hier irgendwie eine Pflanze oder so. Also Pflanzenjagd. Wenn ich die sammeln muss irgendwie für eine Trophäe, die werde ich natürlich irgendwie aufscreen sammeln. Wahrscheinlich, wenn ich alles andere schon erledigt habe, ne? Machen wir eine Pause. Gut. Haben wir da alles abgescoutet, ne? Einen neuen Fisch und so bekommen, ne? Hier bin ich fertig. Ja, kann ich nicht entfernen. So, hier ist irgendwas. Lass mal da eingehen. Da ist auch der Renko gewesen. Ist ja jetzt ein super Renko. Ich bin bereit. So, das ist nicht da, wo es sein sollte. Okay, das ist nicht da, wo ich hin wollte. Okay, lass da eingehen. Funky Höhlen. Funkige Höhlen. Die sind voll funky, ey. Over and out. Aber das ist nicht der Bergaufstieg, ne, das ist, wo wir doch gerade waren. Wo sind denn die funkigen Höhlen? Das war ja nicht der Name der. Doch, Meditationspunkt Funky Höhlen. 8% erkundet. Na, guck mal da. Das sieht doch in einer guten Gebiet auch, dass wir jetzt sehe ich das natürlich sofort, ob wir finden können. Okay, ich nehme mal die ganzen Sammelobjekte, die mir noch fehlen, sind die Pflanzen, ne? Weil anders könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, weil ich hier so groß verpasst habe. Jetzt ganz ehrlich bin, ah, ich erinnere mich. Genau, hier war so ein Ding. Boah. Okay, wie habe ich dich bitte nicht getroffen? Ich habe dich nicht gesehen, ja, aber ich habe voll in der Richtung hier Dings gemacht. Jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass ich da nichts getroffen habe. Oh, das glaube ich ein Machtriss, ne? Oder? Nee, jetzt sind Blitze. Ja, sieht einladend aus. Nicht sehr stabil. Das Zeug ist gefährlich. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, ich war mir nicht sicher. Schön für dich. Ah, du hast mir bitte. Habe nicht eingeholt. Okay. Ja, was zum? Kommst du denn schon wieder her? Mal mit getroffen. In die Fresse. Meiner. Kann er mir von da aus eingeworfen. Warte, war gar nicht geil. Ich meine, ich habe ihn angegriffen, aber trotzdem. Oh. Das hätte mir den Kampf ein bisschen vereinfacht.
diesen Ort nach allem von Interesse durchsuchen. Falls sich jemand einmischt, vernichtet ihn. Was ist, wenn es eine sie ist? Hey, wer bist du? Ich bin so ein Gegner schon wieder überfordert, war ne? Ah, da hätte man halt entdecken müssen, ne? So. Warte mal hier. Na, und? Boah. Na, jetzt bin ich hier. Hallo? Ein Jedi, wie faszinierend. Hallöchen. Elvis hat uns von dir erzählt, aber es ist was ganz anderes, dich persönlich zu treffen. Ich werde es genießen, deine Überreste zu untersuchen, falls deine Expedition schief geht. Ich tu mal meine Knarre ziehen, ne? Okay. Ich dachte, du machst diese Tür auf und dann. Ah! Nicht schon wieder. Aber ja. Oh, komm schon. Wer rechnet denn mit sowas? Oh. Jetzt muss ich einen Weg dahin finden. Ja, tschüss. Na klar, ist da ein Rancor. Oh, ich habe schon gegen einen von denen gekämpft. Dann werde ich es natürlich offensichtlich noch mal schaffen, ne? Ich gehe mal hier rein. Ah. Irgendwo ich noch eine Mine. Ja, bitte. Ich werde eine Mine irgendwo. Wir haben, glaube ich, nicht dafür Zeit. Mhm. Ah, ich glaube, ich kann ja nur gegen den Renko kämpfen, ne? Bomber. Boah, ich sehe aus wie Keanu Reeves, ey. Nur in Rot. Sind die über mir, ne? Ja. Nicht darunter, ohne zu sterben. Wo ist der Rancor? Ach komm. Oh. Wir sind das schon wieder erzählen. Ja. Die sollten ja eigentlich immer noch am Leben. Ist ja irgendwie noch der Weg hier ist ziemlich nervig. Wo hier irgendwie mal was hier schon wieder ist. Ich dachte, wäre eine Abkürzung. Was kann ich damit machen? Kollege, kann ich damit einfach den Rancor bekämpfen?
Wir müssen zurück und die anderen warnen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, hier muss jetzt noch irgendwas gehen. Das ist eine Abkürzung. Ich würde die gerne mal aktivieren, ne? Von da muss ich die aktivieren, glaube ich. Da, boah, das hat mich jetzt voll erschreckt. Oh, Leute. Einige ungemütliche Situation, ja. Ah. Ah. Ah, die. Heuer, oh, ja, Leute, ey. Von der Weg ist mir erzählt, ja. Die sind so blöd, irgendwie ihre Thermaldetonatoren hier zu droppen. Also, ich glaube, ich hatte eine Abkürzung. Ist das eine Abkürzung hier? Ist es eine Abkürzung? Ich bin jetzt nicht so sicher. Hallo? Eindringling. Hä? Ich hab den Port kaputt gemacht. Da macht er mich jetzt noch fertig. Ah, da ist ja noch einer. Ich mach all deine Töpfe kaputt. Noch mehr von euch. Was? Zack. Lass mal bitte nach mich nach vorne bewegen. Komm schon, der hat doch keine mehr. Hier habe ich den getroffen. Ich habe gar nicht viel sagen. Hey, geht's. Dann versteckt ihr euch alle hinter diese Dinger. Kämpft wie Männers. Also nicht die eine, die die Republik muss damit Sachen an die Oberfläche transportiert haben. Keine Frau, Mann war. Sicher nicht jedes Mal durch ein Loch in der Decke gefallen, Kumpel. Ich muss mir immer noch, gegen den Renko hier kämpfen, ne? Wo komme ich denn hier raus? Ah, guck mal. Boah. Blöden Viecher, ey. Gibt's doch einfach nicht mal. So, ich hab so ein Gefühl, wir kloppen uns jetzt hier mal mit dem Rancor, ne? Ich hab meine Erfahrungspunkte, ne? Ich weiß aber nicht, wie ich jetzt so schnell genug zu ihnen hinkomme. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Weg hier schneller ist. Ja, aber entschuldigt, wenn ich erstmal alles andere versuche als den, ne? So. Das hat ein Machtriss. Nein, das ist ein Bonus. Oh. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was Geduld war. Was ist ein Sturmtruppe? Uff. Den willst du nicht scannen, BD? Ja. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Muss schon sagen.
Jetzt auch lang. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder, ja. Nein. Siehst du das? Ach Mann. Ja, jetzt schon wieder. Okay. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Was hast du da gefunden, Kumpel? Oh, warte mal. Muss ich einfach nur das machen? Ja. Durchgeätzt. Können wir das anderswo gebrauchen? Schon gewundert, ey. Ob ich den brauchen. Gebrauchen konnte. Was war das? Oh nein! Oh nein. Grauenvoll. Die sind schon lange hier. Finde ich netter, die erst spawnen, sobald ich in der Nähe bin, ne? Blöden Mistfick, ja. Und nun? Der war ich gerade. Was zum? Komm ich da hin? Ach, da ist ein Boah. Was zum Enterhaken? Ich geh mal weg damit. Was zum zwei? Ja, beide den Enterhaken. Ich kann mich nicht bewegen. Drei? Soll ich auf Namen nehmen? Soll ich einen drei auf einmal bekämpfen? Ich voll Respekt auf, dass sie alle mit Lichtschwertern rumläuft, ne? Ah, ja, wie soll ich das bitte? Wie soll ich das bitte schön schaffen? Das ist auch möglich. Ah, ich hatte jetzt keine. Ja, das ist nein, sind einfach nur so Räume. Ich brauche Hilfe. Ist jetzt nicht so, als wäre das nur darauf habe ich gewartet. Boah, muss er ausgerechnet jetzt ballern. Timing, ey. Ich noch am Leben bin, das ist ein Wunder, ne? Nachdem ich irgendwie nicht treffen, ne? Weil die machen auch irgendwie gar nichts an Schaden, ne? Wenn die mich mal treffen. Ah. Ja. Soll ich einen schön machen? Das sind drei auf einmal. Okay. Ich muss meine Mitte finden. Ich habe schon versucht, die zu hypnotisieren, hat nicht geklappt. Irgendwas sagt mir,
Mein Doppelschwert könnte ich hier sehr gut gebrauchen. Okay, kann weitergehen. Meine Güte. Das ist auch ein bisschen extrem, ne? Direkt drei Gegner auf einmal. Ich meine, das ist ein Wunder, dass ich irgendwie so lange überlebt habe, irgendwie. Wenn ich ganz ehrlich bin, aber mein Gott. Ups. Ups. Ich muss erstmal wieder einen Weg dahin finden, ne? Boah. Ah, komm schon. Oh mein Gott, das ist jetzt... Ah. Da verlangen die aber schon so eine ganze Menge von mir ab irgendwie, ne? Oh mein Gott. Ach, das ist schon direkt wieder hier. Ah. Ja, ich muss ja schon ein bisschen Schaden machen, ne? Ah, cool, hat nicht getroffen. Ja, wenn ich die schon treffe, dann mache ich schon Schaden, glaube ich, ne? Wenn ich die treffe, ne? Aber ein bisschen unfair, dass die ja alle zusammenarbeitet, ne? Ah, ich habe keine Macht. Boah, die alle mit ihrem Block anzeigen, ne? Wo soll ich denn die durch? Mit ein. Mit auf, meine ich. Boah. Warum haben die alle eine Blockanzeige? Jetzt mal ganz ehrlich, ey, das macht den Kampf so weit von schwierig, ne? Warum haben die alle Lichtschwerter? Ist auch voll unfair, ne? Ah. Ah. Ah, Leute. Ah, das gibt's doch jetzt nicht, Mann. Boah. Hey, drei von denen, ey. Und das Schlimmste ist immer, den Weg dahin zu finden. Da versuche ich mich lieber bei dem Rancor, ganz ehrlich, ey. Ja, voll schwachsinnig ja gerade. Naja, da versuche ich mich lieber an dem Rancor, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber den Weg dahin zu finden, ne? Ist so dämlich hier den Weg dahin zu finden. Lass mich da runter. Ah, oh, hey, komm schon. So ein bisschen können wir den Bullcrapper so ein bisschen jetzt ein bisschen runterschalten. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch eine Menge zu erkunden erstmal, ne, bevor ich hier runtergebe. Auch schon den Rancor zu erreichen ist voll mühselig. So, aber jetzt weiß ich ja, kann ich wahrscheinlich gar nicht erreichen, ne. Na, guck mal da. Hey. Oh, ist gerade so anstrengend, ey. Boah, lass mich da hoch. Du kommst mir bekannt vor. Endlich der erste Runde.
wird dein Grab sein. Gott. Okay. Also, Gott. Okay. Benutzt den Boden, Kerl. Muss nicht immer stylen. Hm. Bonk. 1 Meter, 20 Punkt. Ein Fähigkeitspunkt. So. So, jetzt komme ich da wenigstens relativ schnell hin. Ach, guck mal. Kann ich euch einzeln bekämpfen? Wäre natürlich viel besser, ne? Kann ich voll mit meinem Gewissen vereinbaren. Zauberer? Ah, ich war. Ja, macht den Kampf ein bisschen einfacher, ne? Aber so, eigentlich mach ich gerade fertig. Ja, warte mal. Die tollen Dinger sehe ich jetzt erst, ey. Ah. Oh, warst du die, die mich erledigt hat? Sepp Eschan besiegt. Ja, glaub mal bloß nicht, dass ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, die einzeln zu bekämpfen. Nein, danke. Ich muss ja gleich noch gegen Rancor kämpfen, also nee. Also, ich hätte diese Dinger ja auf die werfen können die ganze Zeit, ey. Hätte ich auch machen können, glaube ich, ne? Den Kampf zu vereinfachen. Ja. Gibt bestimmt eine Trophäe, wenn man die alle drei bekämpft, ne? Ja, wie soll man das machen, wenn einer von den Tod ist, ne? Duelland. Wie soll ich da hochkommen? Okay. Ich meine, ich muss gucken. Ja. Ich habe gesehen, da war ein endloses Abyss. Aber trotzdem, ne? So, gucken wir mal, ob wir noch was erreichen, ja? Das ist die letzte Aufnahme für heute. Ich halt gucken, ob ich noch irgendwas erreichen kann. Da sind jetzt noch zwei von denen übrig, da wäre natürlich gut, ne? Mal, was ich hier noch so erreiche. So, was hier? Ja, vielleicht habe ich noch ein paar Erfahrungspunkte, habe ich drei Dinger ab, ne? Ich glaube, das werde ich auch machen. Nein, noch nicht auf die. Ja, ich bin kurz davon, noch drei zu erreichen. Lass mich auf den anderen losgehen. Nein. Was war der Knarre? Die Leute müssen mal ein bisschen chillen, ne? Wir sind ein bisschen zu hektisch, die Typen.
Ah. Oh mein Gott. Dann gibt's das nicht. Wie habt ihr los? Deswegen. Ey, ich habe schon fast alle meine Dinger an die verballert, ey. Ich will nach Hause. Boah. Okay, so viel dazu, so viel zu meiner Erkundung. Pff. Nee. Also ich bin ja wieder mit 1 Teammates unterwegs. Hallo. Liebsten hätte ich jetzt hier noch so ein Level up bekommen, ne? Ich mich sicherer fühle. So, was bringt mir jetzt denn das, da zu sein? Da komme ich aber nicht zurück, ne? Sonst. Aber bringt mir das jetzt? Ich komme ja nicht zurück. Cool. Ich komme ja gar nicht zurück, ey. Was ist denn da für eine blöde Abkürzung? Ah, ich bin tot, ne? Cool. Ja, wie soll ich hier wieder rauskommen, lebendig? Okay, versuchen wir uns hier mal um zu navigieren. Großartiges Timing. Guck mal, wie wir hier rumlaufen können, ne? Ist hier irgendwo so ein Ding. Hier ist so ein Ding, ich weiß, aber wo finde ich hier? Ich weiß nicht, wo der Rancor war. Warte mal, hier kann ich einfach. War schon mal kaputt. Nein, danke. Den, ja, diesen Kampf werde ich nicht gewinnen. Außer damit neben dem klappen, die wird sich wahrscheinlich immer wieder hochheilen oder so. Ne, pass auf. Ne, da gehe ich lieber. Ja, aber hier komme ich auch nicht raus. Boah. Wir sehen den, wie er durch die Gegend geflogen ist. Nein. Nein. Weil wir müssen doch hier wieder rauskommen, ey. Ich bin voll gefangen. Da, ehrlich? Boah. Es ist er auch noch hier, ey. Boah. Was wartet diesmal unter der Oberfläche? Was tust du in dieser Höllengrube, ey? Schleicher. Sie halten sich gern in den gemütlicheren Ecken des Meeres auf. Aber für Scuba's Death ist nichts so gemütlich. Klasse. Glaube ich. Oh. Äh.
Okay. Ja. Mit seine Geschichte lauschen. Oh, und mein Junge, ich weiß, was du gleich sagst. Scuba, sie loben dein Angeltalent nur deshalb, weil du von so kleiner Statur bist. Und ey, du könntest recht haben. Aber ein Bisalisk passt ebenso wenig in einen Schleicherbau wie eine Auster in einen Fingerhut. Da hast du recht. Wärst du an einer Geschichte interessiert? Ich soll warum nicht? Von meiner Zeit auf der Grapnel erzählen mit der Crew des schrecklichen Captain Vanjegwet. Lass mal hören. Ei, es begann mit einem nichts Besseres zu tun gerade, ne? Als die Grapnel in den Orbit eintrat, begannen die Alarmsirenen zu singen. Ein Kasernenschiff voller Gesetzestreuer schwamm aus den Sternen und rief uns an. Was hat das zu bedeuten, grollte unser Captain. Wir sind einfache Fischer. Hier ist aber. Okay, Entschuldigung, habe ich deine Story gerade unterbrochen? Ich soll also von meiner Zeit auf der Grapnel erzählen. Ja. Mit der Crew des schrecklichen Captain Vanjegwet. Ich esse mal kurz einen Bonbon. Es begann mit einem Wolkenschlag. Als die Grapnel in den Orbit eintrat, begannen die Alarmsirenen zu singen. Ein Kasernenschiff voller Gesetzestreuer schwamm aus den Sternen und rief uns an. Was hat das zu bedeuten, grollte unser Captain. Wir sind einfache Fischer. Eure Transponder-Codes sagen etwas anderes. Kam es zurück, ihr steht auf gestohlenem Besitz. Stimmt, ihr habt uns erwischt, sagte der Captain. Kommt an Bord, dann liefere ich alles Diebesgut ab. Doch kaum hatten die Landratten einen Fuß an Bord der Grapnel gesetzt, als zack! Die Harpune des Käpt'ns durchbohrte sie wie einen Quellfisch am Grill. Das kannst du mit Angel und Schnur nicht, was? Sagte der Käpt'n zu mir und grinste auf seine üble Art. Leider habe ich an jenem schwarzen Tag die Harpune zu meiner Waffe gemacht. Über Jahre warf ich keinen gefangenen Fisch mehr zurück ins Meer. Das heißt, bis... aber ich schwafle dich hier zu Tode. Ich werde bald weiter erzählen. Doch, aber... dafür kürzer als ich gedacht hätte. Ja, ich habe ja was zum Tauchen entdeckt. Also, eine Sekunde. Hallöchen, na? Ich würde mich ein bisschen sicherer fühlen, wenn ich ein paar Erfahrungspunkte noch bekomme, damit ich hier hochlevel, nicht meine Erfahrungspunkte verliere. Aber irgendwie muss ich doch ja wieder rauskommen, oder? Was bin ich ja gerade? No, what? Irgendwo höre ich noch welche, glaube ich. Ja, bestimmt irgendwie auch, ne? So. Und nun? Nein, ist so eine Tür. Da öffnet hier die Tür zu dem, ne? Oder? So, ich weiß. Aber da kann man hin. Jetzt will ich noch kurz sehen, was da ist. Ne, der steht da. Ja, mich noch so, wo muss ich hin? Zweite Kreuzung allerdings, alles klar. Was die geht auf man denn fertig? Nein, nicht auf mich.
Ha. Ja, mach den fertig. Mach den fertig. Gut. Gut gemacht, Team. Meins. Was hier? Keine Ahnung. Da komme ich nicht hin. Gut gemacht, Team. Ah, ich muss den Aufzug erstmal rufen. Warte, komm her. So, einer ist weg. Meine. Aktiviere den. Aktiviere den Teil. Das war sehr doof. Nein. Oh. Ich bin in Panik ausgebrochen. Ich habe keine Erfahrungspunkte für den bekommen. Oh Gott, geht weg. Wenn einer von euch mich trifft, ne? Konzentration. Ja, warte mal. Ich weiß nicht, dass ich das überlebt habe. So, ihr gebt mir noch ein Level ab. Das gibt es jetzt nicht. Komm schon. Gibt's jetzt nicht, ey. Wir laufen nur sonst auch welche rum, ne? Bevor wir mich offen. Jetzt, wo ich gerade welche brauche. Warte mal, hier kommt man da, glaube ich, wieder. Voll daneben. Okay, jetzt spielt's ja wieder von hängen. Habe ich gerade keine Erfahrungspunkte für den bekommen? So, hier oben sind auch noch ein paar Gegner. Mach ich jetzt auch noch fertig. Los geht's, los! Oh, wir müssen das Spiel auf einmal so langsam. Ah, ja, komm mal die. Piss dich. Aber komm, so ein bisschen könnt ihr mir ruhig noch geben. Ba, komm. So ein Erfahrungspunkt genau so. Voll gibt's da jetzt wieder nicht. Ich will auf der sicheren Seite sein. Alter, jetzt bin ich hier. Gut, dann gehen wir noch mal zurück. Gehen noch mal zum Meditationspunkt, ne? Tun dann noch mal meditieren, gehen dann noch mal zurück und hauen noch einen kaputt und dann noch mal 3 Punkte und dann fühle ich mich voll sicher. Also hier sind noch welche. Boah. Ja, warte mal. Ne, ist nicht tief genug. Also einen hättet ihr mir ja noch irgendwie empacken können, Kollegen. Okay, dieses bunte Gebiet da unten versuchen wir beim nächsten Mal nochmal, ne? Ganz offensichtlich. Weil, das ist interessant, wir haben 2 Bosse erledigt, ne?
Ich glaube, für den einen Boss haben wir gar keine Erfahrungspunkte bekommen. Okay, um fair zu bleiben, ich habe mich nicht daran beteiligt, aber trotzdem bin ich nicht nett. Wird schon gern die Erfahrungspunkte bekommen. Macht euch kampfbereit. Warum sieht's mich denn jetzt auf einmal? Ja. So, jetzt bin ich mich sicherer mit dem Level Up. Weil ich traue dem Spiel nicht hier mit. So. Der Gegner gibt dir nicht deine Erfahrungspunkte wieder oder irgendwie sowas, ne? Ist ja auch schon mal vorgekommen am Anfang. Aber jetzt bin ich mich sicher. Jetzt können wir noch ein paar Fähigkeiten hier kaufen. Bonnie muss ich auch mal nachgucken gleich noch, ne? Jetzt war kaum, was ich hier noch nehmen soll. Telekinese, ne? Ja, aber im Kampf denke ich an sowas nicht. Oh, guck mal da. Hm. Mal so ein bisschen. Weiß nicht, so mehrere Sachen. Also wenn du direkt loslässt, tanzende Klingen. Was sind alles so Schlangen, was ist das denn? Wenn dein Angst um einen starken ist über. Ja, aber an diese Sachen denke ich alle nie. Alter, wir und drücke wir, um mehrere schnell Schlünge auszuführen, die rasch Munition aufführen, wenn sie treffen. Schnell ziehen aus nächster Nähe. Okay. Oh, das ist, glaube ich, gut, ne? Reflexion, ne? Das wollte ich, glaube ich, haben, genau. Oh, kann ich mir sogar leisten. Ja, dann holen wir mal das, ne? Was auch immer das ist. Und auf kleine Reflexion, ne? So die ganzen Reflexionssachen will ich auf jeden Fall haben. Weil sind wieder so passive Sachen, ne? Die man immer wieder gebrauchen kann. Okay. Und der Bonus. Wir haben Geduld bekommen, glaube ich, ne? Geduld. Der Einsatz von verlangsamt fällt auch deine Gesundheit etwas auf. Dafür müsste ich das halbwegs öfter mal haben, ne? Okay. Gut, das war heute ein sehr actiongeladener Part, ne? Beim nächsten Mal sehen wir dann weiter, wie es hier unten in der Höhle weitergeht, ne? Den Raincore müssen wir noch umnieten. Einen von den Kopfgeldjägern müssen wir noch erledigen. Nein, keine Kopfgeldjäger. Ein von dem, was auch immer. Aber die reden die ganze Zeit davon, vom Aufsteigen und so. Ja, finde ich schon schade, dass ich nicht alle drei auf einmal bekämpft habe. Nee, aber nee. Für die Großmeister muss man jeden Vorteil ziehen, den man kriegen kann. Ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bisschen Überlänge, aber macht ja nichts. Ne? Guckt euch da trotzdem an. Und dann sage ich, wir machen weiter in der nächsten Folge hier in dieser Höhle. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich will seine Knarre ziehen. Nein, okay. Er hat seine Hand so darüber gehabt. Okay, sieht immer vollkommen anders aus, habe ich so. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst Likes, Abo, Kommentare und all das schöne Zeug. Ciao.